Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft mit mir, dem Jona. Und wir waren ja jetzt in der letzten Folge dabei, uns auf den Weg zu machen, hier den Zeppelin zu nehmen nach Brill. April, genau, nee. Damit wir in die östlichen Pestländer können. Und ja, der ist gerade angekommen und da werden wir jetzt auch hingehen. Und wir haben ganz vergessen. Erstmal hier. Hi ho. Und GZ. Ja, ich weiß, ich habe mich verschrieben. Naja. Okay. Wir hoffen einfach mal, dass wenn wir hier drüben ankommen, dass wir hier in den östlichen Pestländern auch Quests bekommen. Weil Instanzen haben wir in letzter Zeit so viele gemacht und uns fehlen eigentlich nur noch Düsterbruch und Stratholm. Also auf unserem Level jetzt hier. Ja, aber ich habe auch mal da Lust, ein bisschen zu questen hier. Wir haben hier immer noch so viel Müll eigentlich. Das braucht eigentlich kein Mensch. Naja, egal. Für uns geht es jetzt hier erstmal auf zu den östlichen Königreichen, um dann da mal die ebenso östlichen Pestländer aufzuräumen. Ja. Ah, geht doch. So, wir sind hier und wir müssen einmal durch die westlichen Pestländer bis in die östlichen. Ja, soweit der Plan. Durchsetzung sollte auch nicht so schwer sein. Wir müssen einfach nur immer hier lang. Können uns da sogar noch den Flugpunkt holen. Ja. Hier bin ich damals mit einem Priester durchgelatscht. Wo wollte ich denn da hin? Ins Hinterland? Egal. Irgendwo. Upsala. Irgendwo wollte ich hin. Da bin ich durch die östlichen und durch die westlichen. Ne, ich bin nur durch die westlichen Pestländer gegangen. Weil ich da irgendwo hin wollte und bin da recht oft sogar gestorben. Weil da natürlich, ich war glaube ich Level 20, wollte hier Vorgebirge des Hügellands, das war es glaube ich, wo ich hin wollte. Ja, und da kann man schon mal relativ schnell sterben, wenn man da die Aggro zieht von irgendeinem Gegner, der eine halbe Ewigkeit weit weg steht. Ich will jetzt einmal ganz kurz hier bei Sound die Musik ein bisschen höher stellen, weil ich habe das Gefühl, man hört hier nichts. Außer, ja, die Rakete, auf der ich sitze. Sonst kann man hier doch Sounds im Hintergrund. Ist egal. Kontinuierliche. Probieren wir das mal aus. Okay, hier gibt's Quests und den Flugpunkt, aber den haben wir anscheinend schon, oder? Ja. Was verlangt ihr vom Tod? Was verlangt ihr? Ja. Die Quests sind eigentlich gar nicht so uninteressant. Aber ich will jetzt hier nicht noch westliche Pestland durchquesten, obwohl wir schon längst in die östlichen können. Also von dem her. Da haben wir auch die Hintergrundmusik. So. Ich denke mal, so ist es laut genug. Dann. Ja. Ist ein bisschen Atmosphäre da. Und WoW hat ja einen von den längsten Soundtracks überhaupt von allen Spielen. Also. Da gibt's ja. Gab's ja. Nämlich abbiegen. Nö, wir laufen mal geradeaus. Ja, da gab's ja. Ich weiß gar nicht, zu welchem Anlass es war. Auf jeden Fall hatte World of Warcraft auf der Facebook-Seite so eine Statistik gepostet, wo alles Mögliche drauf stand. Zum Beispiel, welchen Titel, also hier, Titel, am meisten vergeben wurde. Und so weiter und so fort. Und da will ich gar nicht hin. Und da stand eben auch unter anderem, dass WoW anscheinend einen ganz schön langen Soundtrack hat.
Aber mir gefällt das Lied hier. Der Wald von Elvin heißt es, glaube ich. Immer noch am besten. Das hört man aber, glaube ich, auch nur, wenn man hier bei Sturmwind, das hier irgendwo ist. Weiß es gar nicht. Wald von Elvin, genau hier. Wenn man da ist, dann hört man dieses wunderschöne Stück. Finde ich ziemlich gut. So. Nee, mal wieder so eine Folge, wo wir ein bisschen laufen müssen. Das letzte Mal sind wir auch nur ein bisschen Teufelswald gegangen. Und von da aus dann, ja, haben da ein bisschen gequestet. Oder, nein, nicht Teufelswald, was rede ich? Düstermarschen. Ja, genau, Düstermarschen. Da haben wir sogar noch eine Quest. Düsterbruch. 1000 Nadeln. So, egal. Östliche Pestländer. Was war denn hier? Aha. So, findet irgendjemanden. Und findet noch irgendjemanden. Und findet den Flugpunkt. So. Okay. Entweder da oben oder hier unten. Wir gehen einfach mal nach hier unten. Hat WoW eigentlich was Neues hinzugefügt? Okay, ja, 90er Aufstieg. Nee. Also, dass es immer so ein tolles neues Angebot gibt, was ich wahrscheinlich sowieso nicht kaufen würde. Aber ich finde es trotzdem ganz lustig, hier mal so reinzugucken. In diesen Shop. Weil, meiner Meinung nach, zahle ich schon für das Spiel im Monat diese, wie viel, 13 Euro ungefähr. Da muss ich jetzt nicht unbedingt auch noch hier irgend so ein Haus verkaufen. Was mir im Grunde genommen auch nichts nutzt. So. Wir müssen. Ah, die hier platt machen. Zauber sind befreit. Jetzt. Einmal umfallen, bitte. Ah, hier sollte ich aber rausgehen. Ah. Perfekt. Okay, anscheinend sind es hier immer so kleinere Gruppen. Wir könnten hier ja mal pullen. Und hier auch pullen. So. Dann mal einen Zauber nach dem anderen raushauen. So, sich dann kurz heilen. Jetzt machen wir das hier. Seuchenbombe? Nee. Ich mache ja keine Seuchenbombe. Jetzt klingelt das Telefon, aber ich kann das noch nicht tun. Da muss ich jetzt nicht rangehen, weil ich nicht allein zu Hause bin. Da habe ich mal ausnahmsweise Glück gehabt. So. Kommt mal alle her. Kommt, Kinder, kommt. Ja, die Comedy ist auch ein geiler Typ. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Oder vielleicht war das auch in der Folge, in der ihr mich nicht gehört habt, weil ich, inkompetenter Idiot, mein Mikrofon nicht eingesteckt hatte. Und sowas passiert halt auch mir. Obwohl ich ja sonst immer so überaus professionell, ja, wirke. Sagen wir wirken. Das glaube ich am besten. Also komm, du bekommst jetzt mein Schild der Rechtschaffenen nochmal ins Gesicht. Quest abgeben. Erhalte 10 Proben des Bluts von solchen Hunden. Die sind natürlich wieder da hinten irgendwo. Ach ja, stimmt, da hat sie uns ja schon einer angegriffen. Hier. Da sind noch so wunderschöne Larven. Ich überlege gerade, ob wir einfach hier. Wir probieren mal. Einfach ein bisschen weiter hier reinzulatschen. Weil je älter man natürlich hier in dem Gebiet drin ist, desto schwerer werden ja auch die Quests immer, weil man fängt ja hier eigentlich an mit Level 40. Ja. Und sollte dann, wenn man hier hinten irgendwo ist, dann schon 44 oder 45 sein. Das heißt, wir gehen mal zu diesem Punkt da. Also hier, Turm der Kronenwache. Und schauen mal, ob wir da auch schon einen Quest bekommen. Weil man ja dann höchstwahrscheinlich auch mehr EP bekommt.
Was haben wir hier? Irgend so ein gammeligen Untoten. Hier ist der Agenturenkreuzzug. So, hier haben wir auch schon Quests. Hallo. Wie viel krieg ich denn hier? 7000. Ja. Machen wir erstmal hier weiter. So. Och nee. Komm schon. Na ja, gut, dann gehen wir hier unten hin und können ja dann diese komischen Hunde trotzdem noch machen. Ja, das ist glaube ich keine schlechte Idee. Ach, da sind doch schon welche. Ja, okay, oder auch einer. Komm. Dankeschön. Da haben wir schon eine Blutprobe. Da sind ganz viele. Oh ne, eigentlich nur zwei. Zwei sind so langweilig. So, jetzt hier mal Gott selber heilen. Komm. Okay, aber anscheinend ist die Droprate von diesem Blut gar nicht so niedrig. Ich bin außer Reichweite. Was machen die Leute denn hier alle? Ach, wahrscheinlich tut der mit seinem Drachen hier, der 85er, irgendeinen Beruf haben, wahrscheinlich Kräuterkunde oder Bergbau oder sowas. Oh, ach so, die sind ja 44, da sollte ich aufpassen. Na egal, aber der da hinten kann trotzdem nochmal kommen. Oh, die sind... Sind die etwa... Sind die etwa total behindert? Willst du mich jetzt verarschen? Das ist zu weit entfernt. Ah, die betäubt's, wenn ich hier heiliger Zorn mache. Cool. So. Stimmt, steht sogar da, Untote. Das ist die Frage. Hat er da draußen den gleichen Quest wie ich? Ach, das ist so ein. Das ist ein dreckiger Ali, der jetzt da reingeht und sich wieder alles schnort, weil er so schlecht ist. Das kann doch nicht wahr sein. Ich kann den Zauber noch nicht wirken. So, dankeschön. Ja, wahrscheinlich snackt er sich jetzt hier unten mein... Bitte stirb. Was ist denn hier? Pantoffel-Adi. Jetzt ist es Zeit zu sterben. Bei sowas, da kann man einfach nur... Da wünschte ich, wäre auf einem PvP-Server. Nebuel heißt der oder die. So. Auf was wartet er jetzt? Will er hier zugucken, wie es mal richtig funktioniert oder was? Ich habe meinen Buff gar nicht an. Nimmt sich Zeit für dich. Okay. Jetzt ist er hier ganz weg, der Leichnam. Na toll. Jetzt sitzen wir hier wieder und warten mit so einem Allianz-Idioten. Was hat er überhaupt? Wahrscheinlich ist es vielleicht, ja. Sogar sein erster Charakter. Ja, jetzt ist er abgehauen. Na los. So lang kann die Spawnzeit doch jetzt nicht sein. Okay, was haben wir denn hier? Füllt Gesundheit auf. Das heißt, brauchen wir nicht. Da oben kämpft wieder einer.
Eigentlich hatte ich ja eingestellt, dass es hier immer schön kontinuierlich Sound- und Musikschleife. Ach, es ist sogar Musik an, nur es ist gerade so leise. Ich brauche ein Ziel. Alter, wie lange kann denn diese blöde Spawnzeit sein? Jetzt ist es mir... Das ist doch ein Witz. Hier, jetzt komm. Lass mal schön betäuben. Ja, komm schon. So. Meine Güte. Nochmal betäuben. So. Endlich. Jetzt müssen wir nur noch da diese Blutproben holen. Was macht denn der Typ da oben? Ach, das ist ein Druide. Was ist denn der geskillt? Ist ja Moonkin oder? Ah, Gleichgewicht. Wir wollen nach hier. Da haben wir schon zwei Kandidaten. Mal her. Die werden aber nicht betäubt, anscheinend. Ah, Schild und der andere kriegt... Oh, ich krieg ein Level up. Yay, 44, haben irgendeine neue Fähigkeit, Herz des Kreuzfahrers. Und wir können in eine neue Instanz. Sag mal. Herz des Kreuzfahrers. Erhöht eure Reiterkenntnis. Cool, das heißt, wir reiten jetzt schneller. Mal her. So. Zack. Zack. Du kriegst ein Schild ins Gesicht. Du kriegst Hammer des Zorns. Erstmal kurz dabei. So. Okay. Naja. 5 von 10. Mönch. Ein Mönch. So viele Nahkampf... Fernkampfattacken haben wir gar nicht. Fällt mir dazu auf. Na, wir können ja mal... So, alles rausholen, was geht. So, Schild. Hammer des Zorns. Na, brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Na, perfekt. Die droppen aber auch viel Crap. So, die Aas laufen. 4000 Leben, die Dinger. 3900. Weiß gar nicht. Früher habe ich immer so geguckt, wie viel Leben hat denn der und wie viel Schaden hau ich raus. Das mache ich irgendwie gar nicht mehr. Weiß nicht, ich achte hier gar nicht so drauf, wie viel Damage ich mache. Aber ich glaube, das hängt auch eher daran, weil ich ja neuerdings immer als Tank in die Instanz... Was war das denn jetzt? In die Instanz gehe. Dann wahrscheinlich nicht so die Zeit habe, da danach zu gucken. So. Jetzt brauchen wir noch mal euch drei hier mal mit. Komm schon. Du komischer Seuchenhund. So. Seuchenhunde haben aber also ein bisschen schwächer als der Rest hier. Oh, ich hab gar nicht gesehen, kriegt man hier Ruf. Nee. Hä? Ja, vielleicht nur von dem komischen Fledermausviech hier. Naja, egal. Wir können nachher hinten gehen. Alter. Das kann doch nicht sein. Ta-ta. Wird's mal so ewig laut, dann ist wieder richtig leise. Ich wollte sagen, wir gehen hier hin, geben die Quest ab und können ja dann mit dem Flugpunkt wieder zu diesem Stützpunkt vom Argentumkreuzzug kommen. Was bist du denn da für einer? Ein Level 90 Pandarenmönch.
Sind die in der gleichen Gilde?